Es darf auch krummer Spargel sein und es dürfen auch krumme Möhren sein. Hauptsache, es ist frisch. Es braucht nicht der dickste und größte zu sein, aber Hauptsache frisch und ich bin hier immer sehr gut bedient. Wenn ich freitags in die Stadt gehe, ich gehe über den Markt, weil ich meine, das kommt frisch vom Feld. Eher wie in den Kaufhäusern, da weiß man nicht, wie lange das da schon liegt. Ja. Also bei Spargel und Gurken ist es eigentlich mehr oder weniger egal, ob da schon mal was Krummes dabei ist, weil es ein wesentlich günstiger ist. Also Paprika zum Beispiel oder Möhren oder Tomaten, das muss eigentlich fast immer astrein aussehen auf dem Wochenmarkt, ansonsten ist das schwierig an den Mann zu bringen. Ja, bei Kartoffeln genauso. Wenn da mal eine kleine Delle dran ist, ne, die will ich nicht oder wird das nächste Mal reklamiert, da war ein Kitsch dran, obwohl weggeschält wird, aber das ist bei den Produkten wirklich schwierig. Es kommt auch darauf an, dass es halt frisch ist, noch in Ordnung, also keine Dellen hat oder so. Die Größe oder Länge oder die Form ist mir eigentlich egal.